Ja, ich bin Thomas Kölling, Leiter und Inhaber der Sportschule Shinto hier in Füssen. Karate ist immer etwas, wo man sich selber neu erfinden kann, also wo es immer wieder Situationen gibt, die man für sich selber verbessern kann. Es gibt immer wieder was Neues, es ist nie dasselbe. Für Kinder ist natürlich ganz klar der Aspekt der Selbstverteidigung steht natürlich immer im Vordergrund. Ja, man hört Karate, man kennt es aus Filmen. Die Kinder kommen hierher zu uns und trainieren mit ganz viel Selbstdisziplin. Es gibt Strukturen hier im Karate. Das ist auch ein guter Indikator dafür, was man in der Schule oder später im Berufsleben erreichen kann. Übrigens haben wir auch für die ganz Kleinen das Bonsai-Karate, fängt ab 4 Jahren an, ist eine gute Einleitung für das, was später kommt. Im Shinto ist natürlich vorwiegend das Shotokan-Karate. Für mich ist Karate wirklich das, was Großes, Ganzes, was einen auch über die Zeit hier im Dojo hinaus beeinflusst. Das macht einfach mental was mit der Einstellung. Man lernt auch Respekt gegenüber anderen und das begleitet mich auch in meinem privaten Leben oder im beruflichen Umfeld. Dann bieten wir Fitnessboxen an, natürlich mit Boxelementen. Wir arbeiten aber nicht gegeneinander, trainieren miteinander. Es ist halt viel Pratzentraining. Wenn du auf der Suche bist nach einem Sport, der nicht nur deinen Körper fordert, sondern auch deinen Geist. Wenn du auf der Suche bist nach jemandem, der dir den Glauben an dich selbst gibt, der dir Mut macht und dich motiviert, der deine Fehler sieht und dir hilft, sie zu beseitigen, dann komm ins Shinto Füssen und werde ein Teil unserer Familie. Du musst den ersten Schritt machen. Den Rest schaffen wir zusammen.